Hallo liebe Leute, in diesem Video gibt es mein ZDF-Interview mit Tino Chrupalla, wie Dunja Hayali versucht hat zu täuschen und zu manipulieren, sodass sie eigentlich sofort entlassen werden müsste nach diesem Interview, wenn es bei den Öffentlich-Rechtlichen mit dem Rechten zugehen würde, wie Tino Chrupalla darauf reagiert hat, was er aus meiner Sicht sehr gut gemacht hat und wo aus meiner Sicht die AfD sich noch stark verändern muss, um wirklich eine Wende zu erreichen, um mehr Erfolg zu haben. Jetzt im Folgenden das Interview, danach ein paar Worte dazu. Wenn ihr das Interview schon kennt, könnt ihr es überspringen. Und vielleicht noch eine ganz interessante Zahl. 43% der Bürger und Bürgerinnen finden, die demokratischen Parteien sollten eine Zusammenarbeit mit der AfD generell ausschließen. Und genau das tun die Parteien ja auch. Unter anderem, weil die AfD in deren Augen verfassungsfeindlich und antidemokratisch ist. Das dürfte Tino Chrupalla als AfD-Chef anders sehen. Und damit erst einmal einen schönen guten Abend nach Magdeburg, wo der Bundesparteitag stattfindet. Schönen guten Abend, Frau Hayali. Herr Chrupalla, wie wollen Sie denn trotz der gerade von mir genannten Fakten es schaffen, andere Parteien von sich zu überzeugen? Nun gut, Sie haben jetzt Umfragen hier angesprochen und keine Fakten. Und von daher gibt es auch andere Umfragen, die das natürlich auch zum Beispiel gerade auf kommunaler, aber auch auf Landesebene wesentlich anders sehen. Von daher wird sich die Politik und werden sich auch die anderen Parteien, gerade was unsere Umfragen, aber auch was unsere Wahlergebnisse angeht, die nächsten Monate und auch vielleicht die nächsten 2 Jahre anders entscheiden müssen, weil es ohne die AfD keine anderen Mehrheiten mehr geben wird. Ohne die AfD sozusagen ein Regieren nicht mehr möglich ist. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe, auch in Zukunft daran zu arbeiten. Und im Endeffekt müssen das die anderen Parteien auch ihren Wählern erklären, warum sie im Prinzip eine legitimierte Partei, eine demokratische Partei dann ausschließen wollen, weil der Wählerwille missachtet wird. Sie haben in letzter Zeit immer wieder mal so ein Framing dann benutzt, dass Sie nämlich sagen, beziehungsweise das Verhalten der anderen Parteien seien antidemokratisch, weil sie eben nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Und ist es nun mal so, dass man natürlich mit ihnen nicht zusammenarbeiten muss? Es geht ja um Mehrheiten. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, klar, Sie sind eine demokratisch gewählte Partei. Wie Sie es mit der Demokratie wiederum halten, daran bestehen Zweifel. Der Verfassungsschutz hat Sie als extremistischer Verdachtsfall eingestuft. Und solange Sie doch das Problem nicht lösen, wird doch niemand mit Ihnen kooperieren wollen. Nun wissen Sie, Frau Hayali, wenn ich jetzt nicht nur an die Umfragen sehe, auch an den letzten Wahlergebnisse, dann sieht man doch, wie der Wähler im Prinzip, das ist das Souverän, was in Deutschland entscheidet, nicht der Verfassungsschutz entscheidet, wie die AfD hier in Zukunft Politik betreibt. Auch wenn das natürlich gerne versucht, wenn man die Aussagen, die undemokratischen Aussagen zum Beispiel von Herrn Haldenwang sieht, wie er die AfD klein halten möchte und dazu Unterstützung braucht. Also hier geht es doch nicht um Rechtsextremismus mehr. Hier sieht man ganz klar, dass die AfD diskreditiert werden soll als Opposition. Oder wenn der thüringische Verfassungsschutzpräsident Kramer die Wähler der AfD diffamiert und kritisiert als braunen Bohnensatz. Was hat das denn mit Demokratie zu tun? Wissen Sie, diejenigen, die in den Tag hinein von Demokratie sprechen, das sind diejenigen, die wirklich die Demokratie verächtlich machen. Und wenn ich sehe, dass wir auch im Bundestag, aber auch in Landesparlamenten demokratische Rechte nicht bekommen, indem wir Ausschussvorsitzenden nicht besetzen können, den Bundestagsvizepräsidenten nicht besetzen können. Hier zeigt sich, wer wirklich Demokrat ist. Aber das sind natürlich auch die Mittel der Demokratie, die da benutzt werden. Ob die dann immer gut sind, ist dann vielleicht eine andere Frage. Dass Sie Probleme mit dem Verfassungsschutz haben, das ist ja bekannt. Wo aber, und Alice Weidel hat schon auch gesagt, klar, wir müssen dann Kompromisse eingehen. Wo ist denn diese Kompromisslinie? Doch in der NATO bleiben, doch den Euro behalten, doch Höcke, den man Faschist nennen darf, rauswerfen, doch weniger ethnisch-kulturelle Homogenität. Also wo genau wollen Sie Kompromisse machen? Wissen Sie, das sind alles Themen, über die man sich dann unterhalten muss, wenn man die Ergebnisse eingefahren hat und wenn man in Gespräche auch kommt. Natürlich sind wir und werden wir dann kompromissbereit sein. Aber ich sage es auch ganz deutlich, nicht um jeden Preis. Wir sind die Alternative für Deutschland. Wir wollen alternative Politik machen. Wir wollen uns hauptsächlich für die Interessen der Bürger einsetzen, für die Interessen der Industrie, für den Mittelstand, was in diesem Land keine andere Partei mehr macht. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass wir in der Rezession verharren, dass wir hohe Energiepreise haben und Inflation. Wo gibt es denn eine Kompromisslinie bei den genannten Themen? Wissen Sie, ich mache jetzt keine konkreten Themen auf, weil ich das in dieser Position erstmal überhaupt nicht muss. Das macht man dann, wenn man
auch diese Ergebnisse eingefahren hat. Und wenn man sich zum Beispiel an den Tisch setzt, wenn man auch über die EU, bei den Positionen wird niemand mit Ihnen zusammenarbeiten wollen. Wissen Sie, Frau Hayali, ich muss nicht andere Parteien überzeugen. Wir müssen, und das tun wir, den Wähler überzeugen, den Bürger. Das ist das Souverän. Und der Bürger bestimmt die Politik, nicht die Partei an sich. Und wir müssen auch nicht, was ich immer wieder höre, Politik erklären. Wissen Sie, wer Politik erklären muss, der hat schon ein Problem. Wir sind die Interessenvertreter. Ich bin der Interessenvertreter einer Partei. Ich bin souverän und auch demokratisch gewählt worden. Ich vertrete einen Wahlkreis. Ich vertrete die Interessen der Bürger. Und das wollen die Bürger auch von der Politik sehen. Und dann wird man auch zu Kompromissen kommen. Björn Höcke, den ich gerade schon angesprochen habe, der zum ja offiziell aufgelösten Flügel gehört, also zur völkisch-nationalistischen Gruppe, hat sehr viel Einfluss und Macht in ihrer Partei. Mehr noch, er gilt im Grunde so als Strippenzieher. Eventuell mit ein Grund, warum ihre Co-Vorsitzende Alice Weidel Herrn Höcke umarmt, wenn nicht gar umgarnt. Sie will ja angeblich Kanzlerkandidatin werden. Gehen Sie da mit? Wissen Sie, Herr Höcke ist Landesvorsitzender, Fraktionsvorsitzender wieder. Und wir reden natürlich mit allen Mitgliedern unserer Partei. Und das ist auch unsere Aufgabe. Herr Höcke macht gute Arbeit in Thüringen. Und das ist auch sein Platz aktuell. Und von daher denke ich mal, über die Kanzlerkandidatur müssen wir nicht in diesem Jahr und auch nicht im Anfang des nächsten Jahres reden. Das werden wir dann tun, wenn die Zeit reif ist. Ich denke, es ist wichtig und wir werden einen Kanzlerkandidaten stellen, weil wir natürlich auch Verantwortung übernehmen wollen und die Bürger auch von uns Verantwortung erwarten. Das sagen die Umfragen, das sagen die ersten Ergebnisse und darauf stellen wir uns auch ein. Mit wem auch immer, denn Mehrheiten werden Sie alleine sicherlich nicht erreichen. Am Wochenende, Herr Chrupalla, geht es bei Ihnen auch um Europa. In Ihrem Leitantrag für die Europawahl, an dem Sie mitgeschrieben haben, stand ja zunächst, das wissen Sie, geordnete Auflösung der EU. Jetzt sind Sie zurückgerudert. Die Formulierung war ein redaktionelles Versehen. Wenn es jetzt nach Ihnen ginge, ganz kurz, EU auflösen oder nicht? Ja, wir haben immer gesagt, wenn es eine Reformation dieser EU nicht möglich ist. Und wenn wir uns einfach mal die Erfolgsgeschichte, ich sage das wirklich in Anführungszeichen, dieser EU angucken, schauen wir uns die Maastricht-Verträge an. Was ist eigentlich mit denen? Hält die überhaupt noch jemand ein? Was ist mit Dublin 1 und 2, was Migration in Europa angeht? Was ist mit Frontex? Alles Dinge, wo die EU Verträge gebrochen hat, die niemand mehr interessieren. Von daher sagen wir, es muss die Möglichkeit für Mitgliedstaaten geben, wie es zum Beispiel auch Großbritannien getan hat, diese EU auch zu verlassen. Naja, Sie können tatsächlich, wenn Sie denn regieren würden, rausgehen. Aber Sie können sie natürlich als Einzelstaat nicht auflösen. Soweit geht es dann doch nicht. Tino Chrupalla, vielen Dank für das Gespräch heute. Und übrigens, 87% der Deutschen wollen nicht, dass Deutschland die EU verlässt. Das nur noch mal nebenbei. Alles Gute für Sie. Was war nun besonders gut und welche Möglichkeiten hätte Tino Chrupalla noch ergreifen können? Was war aus meiner Sicht das, was noch gefehlt hat? Schauen wir uns das Interview Stück für Stück an. 43% der Bürger und Bürgerinnen finden, die demokratischen Parteien sollten eine Zusammenarbeit mit der AfD generell ausschließen. Dunja Hayali stellt fest, dass die anderen Parteien demokratisch sind, im Gegensatz zur AfD. Also sie hebt die AfD klar von den anderen Parteien ab und bezieht damit Position. Das steht ihr nicht zu. Sie ist eine Moderatorin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und sie muss neutral sein. Und dabei hätte man sie greifen können, wenn man genau aufgepasst hätte. Herr Chrupalla, wie wollen Sie denn trotz der gerade von mir genannten Fakten es schaffen, andere Parteien von sich zu überzeugen? Wie hätte Tino Chrupalla aus meiner Sicht optimal auf diese Frage reagiert? Er benennt als Grund, warum die AfD bei den Bürgern so angesehen wird, wie sie angesehen wird, die Medien. Das muss er nicht hinter dem Berg halten. Bei der AfD herrscht anscheinend die Ansicht, Medienkritik sei schlecht. Es würde so aussehen, als würde man Kritik nicht vertragen können. Das ist aus meiner Sicht ein ganz gravierender Fehler. Weil, wenn Tino Chrupalla das Verhalten der Moderatorin nicht bemängelt oder überhaupt das Medienverhalten nicht bemängelt im Interview, dann hat der Zuschauer das Gefühl, das ist okay. Das heißt, auch wenn der Zuschauer vielleicht schon längst gemerkt hat, das Verhalten gegenüber der AfD ist unfair, so denkt er sich, okay, wenn die AfD sich nicht beschwert, dann hat es schon seine Berechtigung. Das heißt, dann ist die AfD undemokratisch und sie fühlt sich ertappt. Und wenn sie sich ertappt fühlt, dann beschwert sie sich natürlich nicht. Aus diesem Grund ist es aus meiner Sicht ein ganz gravierender Fehler, nicht der von Tino Chrupalla, sondern überhaupt von den meisten AfD-Vertretern, sich nicht zu trauen, die Medien zu kritisieren. Es ist aus meiner Sicht, man kann es ganz leicht belegen, den Vorwurf. Es weiß ja ohnehin jeder. Jeder weiß, dass über die AfD nicht gut berichtet wird.
Das heißt, er hätte hier konkret sagen können, dass die Umfrage über uns so ausgegangen ist, hängt unserer Ansicht damit zusammen, mit ihrer Berichterstattung. Dass sie unausgewogen über uns berichten und dass sie gezielt Propagandamethoden gegen uns einsetzen, die auf das Unterbewusstsein abzielen. Wir sehen uns von innen systematisch dämonisiert. Darüber müssen wir jetzt gar nicht diskutieren, so sehen wir das. Es ist im Internet gut dokumentiert, für die Zuschauer, die sich näher dafür interessieren. Als Beleg allein sollte aber reichen, unsere mangelnde Präsenz in Talkshows. Die demokratischen Parteien sollten eine Zusammenarbeit mit der AfD generell ausschließen und genau das tun die Parteien ja auch. Tino Kupala kann sie hier festnageln und sich daraus entlassen. Wie kann es sein, dass sie in einer ausgedachten Frage, in einer vorformulierten Frage, das so formulieren, sie uns als nicht demokratisch bezeichnen? Sie haben neutral zu sein, sie machen damit Propaganda und beeinflussen die Leute, die Zuschauer. Sie nehmen damit Gerichtsurteile vorweg. Das steht ihnen nicht zu. Und selbst wenn Tino Kupala nichts einfällt, dann kann er trotzdem sagen, wir müssen das jetzt hier nicht diskutieren. Wir sind der Ansicht, dass sie mit Absicht unausgewogen über uns berichten und uns systematisch dämonisieren. Die Zuschauer können sich ihr eigenes Bild machen, ob sie nun uns glauben oder ihnen. Jedenfalls ist das unsere Ansicht. Darüber müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Entscheidend ist hierbei, dass man ja Belege in der Hinterhand hat. Auch wenn Tino Kupala sie jetzt vielleicht nicht einfallen, er hat unendlich viele Belege in der Hinterhand, die nachgereicht werden können. Und die Leute wissen es ja auch sowieso, dass die AfD ungerecht behandelt wird. Die Frage ist nur, hat es die AfD verdient, weil sie so schlecht ist, oder sind die Medien satanisch? Und hier ist das Problem, dass die Leute das Motiv nicht verstehen und denken, ja, das wird schon stimmen. Die Medien, sie werden ja nicht satanisch sein und so ungerecht sein und jemand, der demokratisch ist, so darstellen, wenn nichts dran wäre. Dazu fehlt den Leuten die Fantasie. Da es wichtig ist, den Zuschauern ein Motiv zu geben, kann Tino Kupala dazu erklären, warum sie das genau machen, kann ich Ihnen nicht genau sagen. Es kann in Frage kommen, purer Hass, Einfluss aus dem Ausland, Korruption oder eine Mischung aus allem drei. Was es genau ist, zu welchem Anteil, weiß ich nicht. Sehr wahrscheinlich erscheint mir in jedem Fall Einfluss aus dem Ausland, da die Berichterstattung über Russland aus meiner Sicht Landesverrat ist. Sie hat 2014 eine Informationsmauer bilden über die Geschehnisse aus der Ukraine. Das kann er so knallhart sagen. Weil natürlich kann jetzt Dunja Hayali sagen, das ist ja eine Unverschämtheit, das ist ja eine Frechheit, sie machen hier Verschwörungstheorien. Aber das Problem ist, es ist belegbar. Die AfD kann es belegen. Wenn die Leute wissen wollen, ist das denn wirklich so, dann können ganz viele Karten gezogen werden, die beweisen, dass die Medien ein Informationskartell bilden. Das fängt schon an bei einem Interview aus Mariupol, wo der Spiegel eine Aussage um 180 Grad verdreht hat. Und entscheidend ist hierbei nicht, dass der Spiegel das gemacht hat, was natürlich auch schon ein riesiger Skandal ist, der Relotius lächerlich erscheinen lässt, sondern entscheidend ist, dass es die Öffentlich-Rechtlichen nicht aufgegriffen haben. Es kein Medium aufgegriffen hat. Dafür gibt es ja ganz viele Beispiele, dass die Medien ein Informationskartell bilden. Das heißt, dass ein Informationskartell gebildet wird, das ist beweisbar. Und natürlich wollen die Öffentlich-Rechtlichen das vermeiden wie der Teufel das Weihwasser, dass die Leute da anfangen zu recherchieren. Das heißt, Dunja Hayali oder dem ZDF bleibt nichts anderes übrig, als das Zähneknirschen zu schlucken und versuchen, Tino Kupala irgendwie zu unterbrechen und eine Themenlenkung weg davon zu betreiben. Tino Kupala kann das alles sagen, solange er es mit Fakten belegen kann. Angreifbar macht man sich nur dann, beispielsweise mit Formulierungen wie die EU sterben lassen. Wobei es auch ein zweischneidiges Schwert ist, was die Medien hier machen, weil das Problem für die Medien ist, wenn die Leute dann den ganzen O-Ton gesehen haben, dann ist vollkommen offensichtlich, ja, dass es nicht in Ordnung ist, nur diesen Halbsatz zu zeigen. Aber das war immer das Problem von der AfD mit Vogelschiss, 180-Grad-Wende. Das waren immer Formulierungen, die unscharf waren. Die wurden gegen die AfD eingesetzt, indem sie absichtlich missverstanden wurde. Es ist aber so, dass wenn man angreift, wenn man die Fehler anderer benennt, dann macht man sich selbst nicht angreifbar, solange man das belegen kann. Entscheidend ist nur, dass man es belegen kann. Solange Tino Kupala Belege hat, kann er alles vorbringen. Und natürlich kann dann Dunja Hayali sagen oder kann das ZDF sagen, wir laden sie gar nicht mehr ein. Aber die AfD steht bei 20%. Wenn sie gar nicht mehr eingeladen werden, dann recherchieren die Leute und wundern sich umso mehr, was los ist. Weil der Sinn dieses Interviews ist ja, den Leuten das Gefühl zu geben, wir haben jetzt Tino Kupala gesehen, jetzt wissen wir, was er zu sagen hat, das sind die Argumente der AfD,
Das ist alles Wichtige. Jetzt muss ich nicht weiter nachgucken. Jetzt muss ich mich nicht weiter für die AfD interessieren. Wenn die Öffentlich-Rechtlichen, die großen Medien, auf O-Töne verzichten, wenn die AfD jetzt so viele Prozente hat, dann geschieht genau das, was sie unbedingt vermeiden wollen, dass die Leute sich mit den O-Tönen, mit dem ungefilterten Originalmaterial auseinandersetzen. Dass dann die Täuschung vollkommen entlarvt. Weil die Leute, wenn sie jetzt die Originaltöne sehen von den AfD-Leuten und die Berichterstattung vergleichen, die Leute werden denken, sie spinnen. Das kann gar nicht wahr sein. Das ist ja auch der Grund, weshalb sich die Öffentlich-Rechtlichen genötigt gesehen haben, AfD-Vertreter nicht mehr in Talkshows einzuladen, weil sie genau gewusst haben, wir können sie da nicht dämonisieren. Das funktioniert nicht. Wenn diese Leute in Talkshows sind, ist es unmöglich, sie zu dämonisieren. Der Grund, warum die Umfrage, warum viele Leute so negativ gegenüber der AfD eingestellt sind, ist, dass die Leute die AfD nur gefiltert wahrnehmen. Es ist aus meiner Sicht ein riesiger Fehler, zu denken oder zu behaupten, die Interviews, so wie es jetzt läuft, die Medien entlarven sich selbst. Weil es hat 10 Jahre lang hat es nicht geklappt. Die Medien haben sich nicht selbst entlarvt, sondern die Leute wurden wirksam manipuliert, von der AfD weggebracht. Und angesichts der Politik, die jetzt betrieben wird, ist es eindeutig, dass es nicht an der AfD liegt, dass die Leute die AfD nicht wählen. Sondern was die anderen Parteien machen, ist ein permanenter Landesverrat. Die unkontrollierte Masseneinwanderung, Corona, Russland und jetzt dieses Heizungsgesetz, es ist ja die Zerstörung Deutschlands, kann man sagen. Also es ist ja, Deutschland wird wirtschaftlich ruiniert und es ist aus meiner Sicht vollkommen klar, dass natürlich die Positionen gewählt werden, die das nicht machen, die keine Sanktionen wollen und so weiter und so fort. Da muss man jetzt nicht großartig sein, sondern wenn man diese normale Position bezieht, dann ist es vollkommen offensichtlich, dass Leute, die informiert sind, einen wählen, wenn alle anderen diese Position nicht beziehen. Das heißt, da muss man nicht großartig sein, das ist keine große Leistung, sondern die Leistung ist nur die, dass man bei dieser Position geblieben ist, obwohl die Medien einen dämonisieren und mit allen Mitteln versuchen, einen davon abzubringen. Andere Parteien von sich zu überzeugen. Zum Aber Beispiel sie wollen an den doch die anderen von sich überzeugen. Bei den Positionen wird niemand mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Der Trick hierbei ist, die AfD wird damit automatisch als falsch dargestellt. Sie macht es jetzt falsch und sie muss richtig sein, sie muss richtig werden, um sich für die anderen zu qualifizieren. Und gemeint sind damit natürlich die Positionen. Und hier gibt Tino Chrupalla aus meiner Sicht eine sehr gute Antwort. Wissen Sie, Frau Hayali, ich muss nicht andere Parteien überzeugen. Wir müssen, und das tun wir, den Wähler überzeugen, den Bürger. Das ist das Souverän. Und der Bürger bestimmt die Politik, nicht die Partei an sich. Und wir müssen auch nicht, was ich immer wieder höre, Politik erklären. Wissen Sie, wer Politik erklären muss, der hat schon ein Problem. Wir sind die Interessenvertreter. Ich bin der Interessenvertreter einer Partei. Ich bin souverän und auch demokratisch gewählt worden. Ich vertrete einen Wahlkreis. Ich vertrete die Interessen der Bürger. Und das wollen die Bürger auch von der Politik sehen. Und dann wird man auch zu Kompromissen kommen. Überhaupt ist es eine Stärke von Tino Chrupalla, positives Selbstframing zu betreiben, was ganz wichtig ist. Er spricht immer von Demokratie, den Willen der Bürger umsetzen. Das entspricht überhaupt nicht dem Framing von Rechtsradikalismus, von Totalitarismus, was genau der AfD vorgeworfen wird. Außerdem war es sehr gut von Tino Chrupalla, wie er konkret wurde beim Vergehen des Verfassungsschutzes. Wie er konkret aufgelistet hat, was Thomas Hallenbang, was er alles verbrochen hat. Wenn man die Aussagen, die undemokratischen Aussagen zum Beispiel von Herrn Hallenbank sieht, wie er die AfD klein halten möchte und dazu Unterstützung braucht. Also hier geht es doch nicht um Rechtsextremismus mehr. Hier sieht man ganz klar, dass die AfD diskreditiert werden soll als Opposition. Oder wenn der thüringische Verfassungsschutzpräsident Kramer die Wähler der AfD diffamiert und kritisiert als braunen Bohnensatz. Was hat das denn mit Demokratie zu tun? Wissen Sie, diejenigen, die den Tag hinein von Demokratie sprechen, das sind diejenigen, die wirklich die Demokratie verächtlich machen. Und wenn ich sehe, dass wir auch im Bundestag, aber auch in Landesparlamenten demokratische Rechte nicht bekommen, indem wir Ausschussvorsitzenden nicht besetzen können, den Bundestagsvizepräsidenten nicht besetzen können, hier zeigt sich, wer wirklich Demokrat ist. Das ist wichtig, das immer wieder zu erwähnen, weil natürlich, die Leute haben es vielleicht schon mal gehört, aber entscheidend ist, es in Erinnerung zu rufen. Ein weiterer Punkt, bei dem Tino Chrupalla Hayali hätte greifen können, war die Äußerung von Hayali, dass Björn Höcke Faschist genannt werden darf. Wo ist denn diese Kompromisslinie? Doch in der NATO bleiben, doch den Euro behalten, doch Höcke, den man Faschist nennen darf, rauswerfen. Er kann ganz leicht deutlich machen, dass beispielsweise alle AfDler permanent im Bundestag Nazis genannt werden und sie die ganze Zeit auf das Schlimmste beleidigt werden. Das heißt,
Der Hintergrund ist der, dass Björn Höcke versucht hat, sich juristisch dagegen zu wehren, er dabei aber gescheitert ist, was voraussehbar war. Es gilt hierzulande die Meinungsfreiheit und hier kann er jetzt auch wieder draufbleiben, warum Hayali das macht, warum sie diese Suggestion betreiben, da draufbleibt. Dass beispielsweise er die Grünen-Vorsitzende Sarah-Lee Heinrich für ihre Aussagen natürlich auch als faschistoid bezeichnen kann. Und überhaupt ganz viele Grüne für ihre Vergangenheit und ihre Aussagen. Und entscheidend ist, dass er eine Themenwechselung von Hayali nicht zulässt, sondern immer draufbleibt, warum sie jetzt diese Suggestion betrieben hat. Und das gilt für alle Kleinigkeiten oder vermeintliche Kleinigkeiten, die sich in den Formulierungen wiederfinden. Alles, was man entdeckt, am besten verwendet man es sofort gegen die Moderatoren. Alles, was man spontan entdecken kann, greift man auf und versucht es in den Mittelpunkt zu stellen. Und ist willig zur Konfrontation, das ist das Entscheidende. Das ist immer das Problem von den Konservativen, dass sie nicht in die Konfrontation gehen oder auch keine Medienkritik machen, immer versuchen, gemäßigt zu wirken, zurückhaltend zu sein. Was natürlich auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite, man macht sich nicht angreifbar, wenn man anderen was vorwirft, was belegbar ist. Das beste Beispiel sind genau die linken Parteien. Sie leben davon, Vorwürfe zu machen. Beispielsweise 1998 Schröder, wie kam er in der Macht? Er hatte eigentlich gar kein Programm, er hat nur alles schlecht geredet von Kohl. Also kann man sagen. Also Lafontaine hatte tatsächlich eine Agenda, eine soziale Agenda, und man hat die entdeckt. Schröder hatte eigentlich gar keine Ahnung, wie er die Arbeitslosigkeit halbieren will, sondern Hartz IV und so weiter, mit dem er eine Wende schaffen wollte, kam erst viel später. An sich war er planlos, er hat einfach geredet, die CDU, FDP, sie sind so schlecht, so unsozial, wir sind die Guten, das sind die Schlechten. Und hat Vorwürfe verbreitet und sich immer über alles beklagt. Das gilt vor allem für die Grünen, die die Demokratie immer in den Mittelpunkt stellen, wenn es für sie gut ist, vermeintlich. Und sich automatisch dadurch, indem sie anderen Vorwürfe machen, wirken sie wie die Gutmenschen. Sie sagen gar nicht, sie sind die Gutmenschen, aber sie wirken so moralisch überhöht, indem sie anderen permanent Vorwürfe machen. Weil wenn man anderen einen Vorwurf macht, dann denkt der andere automatisch, derjenige ist empört, dann macht er es genau nicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger psychologischer Trick. Das heißt, wenn ich jetzt sage, du Dieb, du bist ein Dieb, du hast mir was geklaut, durch die Empörung geht man davon aus, man selbst würde nicht klauen, weil man darüber empört ist. Weil wenn man jetzt selbst klaut, dann ist man natürlich nicht empört, wenn andere klauen, weil man es ja gewohnt ist. Und genau das haben die Grünen immer vorgespielt. Das spielen auch die Medien vor, indem sie der AfD dauernd Vorwürfe machen, wirkt es so, sie selbst sind die Guten. Und das ist aus meiner Sicht, es fühlt sich nicht gut an, wenn tatsächlich etwas Schlechtes passiert und man dazu schweigt. Die AfD ist nicht dazu da, die Vergehen der Medien zu decken. Oder wenn die Öffentlich-Rechtlichen ihren Programmauftrag nicht erfüllen, es ist nicht die Aufgabe der AfD, nichts dazu zu sagen, sondern es ist natürlich genau die Aufgabe der AfD, es zu benennen. Das fühlt sich richtig an und es ist auch richtig. Und es gibt kein Beispiel aus irgendwelchen Wahlkämpfen, die sagen, dass es nicht gut ist, was zu benennen, Fehler anderer zu benennen. So ganz im Gegenteil, man muss jeden Fehler suchen und den ganz groß herausstellen. Das ist ich verstehe gar nicht, wie die Konservativen oder jetzt die AfD, wie man auf die Idee kommt, dahinter einen Berg zu halten. Es ist so eine Passivität, so eine Angst. Aus meiner Sicht, das ist das Problem bei diesen Leuten, bei diesem Schlag von Leuten, dass sie so ängstlich sind und sich nichts trauen, sich keine Konfrontation trauen. Weil sie haben das Gefühl, sie werden dann geköpft wahrscheinlich. Sie lassen ihr Leben. Wahrscheinlich, das ist eine intuitive, instinktive Angst, dass wenn man jemanden an Schienbeinen tritt, dass man Angst hat, jetzt wird man totgeschlagen. Wahrscheinlich, so in der Art. Aber tatsächlich ist es ein Bluff, weil die Medien können genau nichts dagegen machen, wenn sie entblößt werden. Sie können es nicht thematisieren, sie können nur eine Themenlenkung weg davon machen. Weil wenn die Leute es recherchieren und dann rauskommen, es ist so, es ist schlecht für die Medien. Rausgehen, aber sie können sie natürlich als Einzelstaat nicht auflösen. Soweit geht es dann doch nicht. Tino Chrupalla, vielen Dank für das Gespräch heute. Und übrigens, 87% der Deutschen wollen nicht, dass Deutschland die EU verlässt. Das nur noch mal nebenbei. Alles Gute für Sie. Auffällig bei Hayali, was Tino Chrupalla auch noch hätte in den Mittelpunkt stellen können, waren die ganzen unnötigen Belehrungen. Diese unsinnigen Belehrungen beispielsweise am Ende. Die AfD könne ja allein die EU nicht auflösen. Oder Deutschland könne als Nationalstaat allein die EU nicht auflösen. Das ist natürlich eine Binsenweisheit. Das ist natürlich klar,
dass das nur alle Staaten zusammen können. Dunja Hayali kommt natürlich nicht auf die Idee, beispielsweise zu erklären, dass Seymour Hersh Pulitzer-Preisträger ist und dass er sagt, dass USA und Norwegen Nord Stream gesprengt haben. So eine Klarstellung, das macht sie natürlich nie. Da kann man lange drauf warten. Die haben in letzter Zeit immer wieder mal so ein Framing dann benutzt, dass sie nämlich sagen, beziehungsweise das Verhalten der anderen Parteien seien antidemokratisch, weil sie eben nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Und ist es nun mal so, dass man natürlich mit ihnen nicht zusammenarbeiten muss? Es geht ja um Mehrheiten. Ein Trick von Hayali war es, zu erklären, dass es ja das gute Recht sei, der anderen Parteien, die AfD auszugrenzen, das sei demokratisch. Und hier hat sich gerecht, die Medienberichterstattung nicht in den Mittelpunkt zu rücken. Weil das ist der Schlüssel. Das negative Framing der Medien erzeugt die Meinung, die Ansicht, die AfD sei rechtsextrem. Weil natürlich, wenn die AfD jetzt tatsächlich rechtsextrem wäre, eine extremistische Partei wäre, dann wäre es ja angemessen, die AfD auszugrenzen, wenn es so wäre. Und tatsächlich ist es so, dass die Medien, dass die Großmedien eine Realität schaffen. Sie sagen einfach alle, die AfD ist rechtsextrem, sie ist unmöglich und dadurch soll es Realität werden. Es soll so den Leuten eingetrichtert werden. Und das funktioniert auch zu einem hohen Grad. Das ist das Gefährliche, dass man nicht unterschätzen darf, dass das bei 2/3 der Leuten immer noch oder bei der Hälfte, das funktioniert, weil die Leute keinen Verdacht wittern. Sie verstehen nicht, warum sollten die großen Medien das machen, wenn es nicht stimmt. Warum sollten sie satanisch sein und sowas machen, wenn nichts dran wäre. Das können sich die Leute nicht vorstellen, weil sie auch von Geostrategie, von Schwächung Eurasiens, Spaltung und Schwächung von anderen Ländern, weil sie keine Idee haben, dass sich Geostrategen das vor 100 Jahren ausgedacht haben. Es ist den USA und Großbritannien gelungen, das geheim zu halten vor der Bevölkerung. Über 100 Jahre lang. Die Herzlandtheorie von Helfer McKinder, dass der Großkontinent Eurasien, dass das die Zukunft ist und dass die Staaten dort stark werden und dementsprechend Großbritannien, wenn es Weltmacht bleiben will, das nicht zulassen darf, dass sich Eurasien vereinigt. Weil dann die Rohstofftransporte so gut sind und sie einfach den Anschluss verlieren. Da kommt einfach ein normaler Mensch, kommt da nicht drauf, dass es ein Interesse gibt aus dem Ausland, den Zentralkontinent zu schwächen und zu spalten. Das ist das Problem und wenn man kein Motiv hat, dann wittert man keinen Verdacht. Und deswegen funktioniert das so gut. Und aus meiner Sicht, es ist jetzt ein Zeitfenster, es kommt ganz viel zusammen und die Leute werden es vergessen. Die werden sich daran gewöhnen und es vergessen, wenn die AfD jetzt nichts macht. Also wenn die AfD jetzt nicht wirklich die Medien stellt und nachhaltig die Glaubwürdigkeit der Medien es vor dem Großteil der Bevölkerung aufdeckt. Also die Reichweite, die AfD jetzt hat, es nutzt, die Medien zu stellen und die großen Medien nachhaltig und möglich zu machen vor den Leuten, indem die Wahrheit ans Tageslicht gebracht wird. Und jetzt denken viele AfDler, sagen, ja, wir wollen uns jetzt nicht ausruhen auf den 20%, aber tatsächlich denken sie, das ist ein Selbstläufer, das geht jetzt immer so weiter. Aber die AfD muss sich daran erinnern, 10 Jahre lang sind sie nicht über 20% gekommen. Obwohl die Politik da schon unmöglich war. Es ist jetzt das Zusammenspiel, dass die negative Eliten in den USA, man kann sagen, irgendwie verrückt geworden sind und zu viel auf einmal denken, durchbringen zu können. Und das auch sehr schlecht machen. Und eigentlich auch nur Misserfolge einfahren. Dass das aber auch wieder ändern kann. Dass jetzt eine Gelegenheit ist, ein Zeitfenster, das sich schließt. Und dass man nicht so weitermachen kann wie bisher und denken, ja, man hat es jetzt großartig gemacht und jetzt geht's immer weiter, jetzt müssen wir nur so weitermachen. Wir bleiben genauso passiv, zurückhaltend, wir stellen die Medien nicht, wie wir es die ganze Zeit nicht gemacht haben. Die AfD hat ja ganz viele Chancen verstreichen lassen, aus meiner Sicht. Auch gerade 2018, da war sie auch schon bei 17-18% oder 2019. Da sind ganz viele Gelegenheiten verstrichen, die Talkshow-Auftritte waren aus meiner Sicht wirklich schlecht. Das war eigentlich auch der Grund, weshalb ich angefangen habe. Weil ich konnte mir das gar nicht angucken damals. Es waren so viele Gelegenheiten da, man hat sie immer verstreichen lassen. Und jetzt hat man das Glück, jetzt kommt ganz viel zusammen. Die anderen machen alles verkehrt, was man eigentlich nur verkehrt machen kann. Also drehen die unmöglichsten Dinger, versuchen sie zu drehen, dass eigentlich jedem auffallen muss. Und eigentlich ist es, also auf 20% aus meiner Sicht darf man bei der Politik der anderen wirklich nicht stolz sein. Also da hat Gauland recht. Also hat er es natürlich gemeint.
weil die anderen eine verrückte Politik machen und man selbst als Einziger die normale Position hat, ist es klar, dass die anderen zu einem laufen müssen eigentlich. Und es ist überhaupt eine Riesenleistung, in Anführungszeichen, oder eine, das zeigt, wie gut die Medienpropaganda, wie ausgefeilt sie ist, wie gut sie funktioniert, dass die meisten Leute trotzdem immer noch nicht AfD wählen, sondern bei den anderen bleiben. Also bei dieser Politik es zu schaffen, die Leute bei der Stange zu halten, bei den anderen Parteien, das ist eine Riesenleistung. Oder das zeigt das Unvermögen auf, um es hart zu sagen. Es ist leider so, es zeigt das Unvermögen auf, mit dieser Propaganda klarzukommen. Und es zeigt auf meiner Sicht auf, dass das nicht ausreicht, so wie man es bisher macht. Diese Passivität, keine Medienkritik und auch, dass die Medien als zentrales Problem, weshalb unsere Demokratie nicht funktioniert, dass das nicht in den Mittelpunkt gerückt wird, sondern immer so getan wird, die Regierung, die blöde Regierung, als hätte Annalena Baerbock irgendwas zu sagen. Oder auch Scholz neben beiden, dürfte klar sein, was die Rolle von Scholz ist. Und jetzt hat man die Gelegenheit, man hat diese Originaltöne. Und jetzt hat man wirklich die Chance, und wenn es jetzt nicht gelingt, aus meiner Sicht, dann, ja, also dann ist wirklich alles verloren. Also über die 20% kann man sich natürlich freuen. Und man muss an Querdenken denken, die zerschlagen wurden, kann man sagen, die den Druck nicht standgehalten haben, was natürlich aber auch schwierig ist als Protestbewegung auf der Straße. Natürlich hat die AfD Zähigkeit bewiesen, das die ganze Zeit durchzuhalten. Aber trotzdem, aus meiner Sicht, ist mehr möglich und ja, und jetzt haben wir die Chance. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.